Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Wort des Tages heute ist das reflexive Verb sich irren. Und ungefähr so sieht das aus. Sich irren heißt aber nicht, dass du etwas nicht weißt. Es heißt, du dachtest, du weißt es, aber du hast falsch gedacht oder du hattest eine falsche Information. Machen wir zwei Beispiele zusammen, dann versteht ihr das. Du irrst dich. Peter ist nicht 30 Jahre alt, sondern 31. Ja, zum Beispiel, ich dachte, Peter ist 30 Jahre alt. Aber ich habe mich geirrt. Er ist 31 Jahre alt. Und noch ein Beispiel im Perfekt. Er hat sich geirrt. Ja, also Perfekt von irren ist geirrt. Okay, Leute, und bevor ihr das Wort schnell wieder vergesst, schreibt schnell noch einen Beispielsatz in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!